Gründern in Deutschland fehlt viel Geld, um ihre Ideen zu finanzieren. Circa 10 Milliarden Euro an Wagniskapital. Das ist eine gewaltige Lücke zu den gründerfreundlichen Ländern um uns herum. Und das Geld fehlt den Startups vor allen Dingen in wichtigen Wachstumsphasen, wenn sie mehr Technik und mehr Mitarbeiter brauchen. Viele Chancen entstehen dadurch in Deutschland nicht und werden nicht massenmarktfähig. Oder noch schlimmer, sie wandern ab ins Ausland. Gleichzeitig haben wir ein hohes Sparvermögen und aufgrund regulatorischer Vorschriften und mangelnder Erfahrung investieren Lebensversicherungen und Pensionsfonds leider hauptsächlich in Staatsanleihen. Hier greift unser Zukunftsfonds. Er sammelt das Kapital ein von den Investoren und beteiligt sich entsprechend an den Startups. Wenn diese Gewinne erzielen, profitieren alle. Im Verlustfalle gleicht er die Verluste entsprechend aus. Auch wir können mit dem Zukunftsfonds mehr privates Kapital in großartige neue Ideen lenken. Durch den Verkauf der Anteile von Post, Telekom und 50 Hertz haben wir genügend Geld, um diesen Fonds entsprechend auszustatten. Die Erlöse wollen wir teilweise in den Zukunftsfonds investieren, damit in Deutschland nicht nur neue Ideen entstehen, sondern sie erfolgreich und groß werden.